Schauen wir mal, vielleicht können wir da ja angreifen. Vielleicht bewegt sich irgendjemand in die Reichweite des... Oh oh, das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Oh oh, das sieht ganz und gar nicht gut aus. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Judgment Apocalypse Survival Simulation. So, wir sind jetzt dabei, gerade mal wieder ein bisschen zu scavengen, ein bisschen schauen, was hier alles so abgeht. Ich werde jetzt auch mal diese kleinen Punkte plündern. Ich weiß nicht, ob irgendwie Level der Gegner ansteigt, je mehr ich hier scavenge. Das weiß ich nicht. Ich hoffe mal nicht, dass es so ist. So, geringer Dämon, passt. Wer noch? Kommt noch einer? Ich denke, der ist nach unten gelaufen. Der Kobold. Komm nur her, mein Freund. Der Feuerkobold auch. Down ist es. Er geht mir halt hauptsächlich um den Schrott, um die Erfahrung, die ich da jetzt eben kriege. Das ist sehr viel wert, glaube ich. Ist sehr viel wert erstmal. Aber hier ist halt einfach nicht wirklich was los. Muss man mal definitiv so sehen. Hier ist schon was los. Hier sind 7 Kobolde. Ich hätte gern irgendwas noch Besonderes, ja? Irgendwas, was mich weiterbringt. Gibt es noch Felle und Harz? Felle, Harz, Schrott. Diese Richtung vielleicht? Konservennahrung. Konservennahrung, Schrott. Konservennahrung, Wolle. Ich bin jetzt einfach mal ein Stück noch weiter oben. Dann schauen wir, vielleicht kriegen wir eine Begegnung. Ja, und geht ja hoffnungslos down. Ich hoffe aber nicht. Ah, hier ist Wasser. Okay, hier ist Wasser. Hier ist Schießpulver und Bretter. Ein Succubus, ein Geist, ein Besessener, 2 Werwölfe. Klingt machbar. Klingt machbar, wenn ich mich nicht ganz dumm anstelle. Das ist ja immer die Voraussetzung. Moment. Die Annabelle, die Maria, die Brittany. Brittany kann sich da hinten hinstellen. Die kann sich da hinstellen. Dann schauen wir mal, vielleicht können wir da ja angreifen. Vielleicht bewegt sich irgendjemand in die Reichweite des... Oh oh, das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Oh oh, das sieht ganz und gar nicht gut aus. Schnell Rückzug. Das hilft nichts. Das hätte ich nicht gepackt. Das hätte ich nicht gepackt. Die sind alle auf einmal zu mir gekommen. Das hätte ich nicht gepackt. Shit. Shit. Man muss auch wissen, wann gut ist. Ja, man muss auch tatsächlich wissen, wann gut ist. Oh, shit. Olli, hallo. Olli weg. Lucy auch weg. Annabelle, bitte auch weg. Brittany auch weg vorerst. Dann alle bitte den Werwolf angreifen. Oh Mann, der geht halt immer irgendwie auf dieselbe. Immerhin habe ich das jetzt geschafft. Oh, die Lucy ist fast down. Geht hier nicht wirklich noch irgendwas Interessantes, ne? Die Stadt ist nach unten, ist da unten. Was ist hier denn? Äther, Dämonit, Lich. Ach du Scheiße. Medizin. Ne, das ist mir echt ein bisschen zu risky. Das ist mir auch ein bisschen zu risky. Hier gibt es Werwolf, 6 geringe Dämonen, Kobold, 2 Schnitter, ein Werwolf. Klingt jetzt nicht so schlimm. Das sieht schon, da ist dann Geisterlichtung, da geht es dann noch mehr ab da hinten. Oh Gott. Oh Gott, das wird halt echt spaßig, wenn ich dann noch mal einen Ticken weiter rüber gehe. Ja, also man kann das hier. Feldplatz. Das hier, Militärbasis, okay. Wir warten, dass in der Militärbasis Action ist. Hier ist Geisterdichtung. Also das sind natürlich starke Punkte. Da gibt es Metalle. Aber 3 große Dämonen. 2 Wasser. Guck mal, wie viele Gegner das halt einfach immer sind. Es ist halt unmöglich. Es ist halt tatsächlich unmöglich, das irgendwie vernünftig hinzugehen. Ich muss zurück zur Basis, nicht, dass ich eingegriffen werde. Oh, jetzt aber schnell. Und wir können gleich mal schauen, was Harry eigentlich kann. Hallo, Harry.
Harry, 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 du kannst Wasser holen. Finde ich schon mal nicht schlecht. Wasser holen, Holz suchen, Bauernhof. Kann nicht viel, ist Überlebenskünstler. Okay, also kriegst du einen Bogen, Rüstung haben wir keinen. Ja, dann geht's erstmal weiter. Wir schauen auf normale Geschwindigkeit, was können wir als nächstes herstellen. Ein Messer, Kampfmesser brauchen wir nicht. Wir brauchen Forschungsmaterialien für... Okay, wir brauchen Forschungsmaterialien nochmal einmal. Okkultes Licht und Dunkel, Schutzzauber. Dämonitbogen. Oh, krank. Höllenschmiede. Heilige Magie. Heilige Rüstung. Grab eines Überlebenden. Heilige Schmiede. Weihwasser. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Mit denen kann ich relativ wenig anfangen momentan. Summon Imps. Summon Ghosts. Scheiße. Und nu? Und was machen wir denn? Machen wir Licht und Dunkel? Machen wir hier weiter Logistik? Da kann ich einen machen, das ist fürs Essen. Einsatzteamgröße plus 1. Oh, 720. Ach du meine Güte, Steinhaus. Haut mich halt irgendwie jetzt nicht so vom Hocker, muss ich sagen. Metallschutz wäre interessant, aber ich hätte tatsächlich lieber Schusswaffen. Beziehungsweise Licht und Dunkel. Go. Ja, dann machen wir weiter. Und wir haben Level Up. Wir haben Level Up. Wer? Harry ist schon Level aufgestiegen. Das ist doch schon mal schön. Du machst weiter bei Sammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. Ah, okay. Das passt. Sind die anderen schon wieder da? Jetzt. Sehr gut, wenn ich sie im Urin gehabt hätte. Okay. Ich brauche jemand, der hier die Metallmine dann benutzt. Deswegen muss ich meine Prioritäten nochmal ein bisschen überarbeiten. Wer kann denn das machen? Wer kann das machen? Hier fördern, Lucy. Da würde ich das von Lucy so machen. Oder kann das tatsächlich irgendjemand... Lauren. Pass auf, dann machen wir das. Und hör auf. Prüfung Kundschaftern. Muss ich tatsächlich nochmal raus jetzt hier. Bei Höllenhunde drei geringe Dämonen. Leider muss ich nochmal raus. Hilft doch alles nicht. Ich hoffe, dass ich nicht angegriffen werde in der Zwischenzeit, ja? 323 Forschung. Also das geht echt gut voran mit der Forschung. Kann ich mich echt nicht beschweren jetzt. Wir haben auch schon richtig viel Überlebende jetzt. Aber ich brauche jetzt einen technologischen Fortschritt. Ich brauche tatsächlich eine Waffe. Und zwar eine Schusswaffe oder zumindest eine Nagelpistole oder irgendwas, was jetzt dann wirklich Action ist. Action gibt, weil das wird jetzt dann echt hässlich werden, habe ich das Gefühl. Okay, down. Auch down. Okay, sehr schön. 33 Erfahrung hat sie wieder gekriegt, das Kämpferin. Ja, wir müssen zurückkehren. Wir müssen tatsächlich zurückkehren, weil ich Angst habe. Bei 52%, das ist schon nicht so easy, wie man sich das vielleicht vorstellt. Jetzt, wer baut den jetzt eigentlich? Lucy. Kann bitte irgendjemand Zeug da oben mal fertig bauen? Und danach vielleicht den Schutt durchsuchen? Please. Also wir bleiben definitiv jetzt so lange hier drin, bis wir angegriffen werden, weil es macht sonst keinen Sinn. So, Bergbau, Forschung, Ingenieurin. Sie kann normalerweise fördern. Fördern und abbauen. Oder bauen. Ich habe niemanden, der schnell bauen kann, ne? Das machen wir dann nämlich auch. Dann mache ich Bau. Bau, 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 bau. Dann machen wir das tatsächlich jetzt so. Und die macht zuerst fördern und dann herstellen. Kann sie überhaupt herstellen? Das ist der springende Punkt. Sie kann das nämlich gar nicht. Wer kann das denn? Lauren? Sicherheit, Maria? Olli? Olli. Olli kann Mineralienbergbau. Harry kann es nicht. Dachte, ich habe Stock da auch gegeben. Nein, habe ich nicht. Nur die Holly kann Mineralienbergbau. Tja. I'm sorry. I'm sorry, dann muss ich das so machen. Irgendjemand hatte noch Wasser. Die zwei Wasserträger haben wir. Nahrung haben wir auch. Nahrung haben wir auch zwei Leute. Patrouillieren, Annabelle, trainieren. Das bräuchte ich wahrscheinlich erstmal. So. Bretter. Okay, pass mal auf, wir können Bretter herstellen. 8 Bretter, das passt. Ein bisschen
Nahrungsmittel. Also Nahrungsmittel habe ich auch definitiv genug. Holz haben wir wie viel? 105. Okay. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht hier zubauen soll. Weiß nicht, ob ich hier zubauen soll, aber kann ich gar nicht. Schaut mal an, ich kann gar nicht zubauen, oder? Nein, kann ich nicht. Haha, schade. Schade, schade, schade. Ansonsten, ich könnte natürlich hier die Blockhütte zumachen. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Ah, sowas Ärgerliches. Dann muss ich es eigentlich hier oben zubauen. Muss ich eigentlich hier so zumachen? Ja, dann machen wir auch. Teilmine braucht wahrscheinlich noch ein gutes Stück. Okay, passt. Wir bereiten uns jetzt quasi vor auf den Angriff, der bald bevorsteht. Davor steht, ja. Bevor steht. Mehr Bretter. Wir brauchen noch mehr Bretter. Was wir auch brauchen. Bäume. Wir brauchen Bäume. Und das auch nicht zu knapp. Deswegen würde ich auch gerne mal noch mit so einem fetten Wald hier anpflanzen. Auch wenn das eine ganze Weile dauert, bis sie da fertig sind. Ach, schau an, Holly. Schau an, wunderbar. Sie bekommt Metalle, das heißt, wie viel brauchen wir? 10 und Stoff. Wo kriege ich denn Stoff her? Ah, ich glaube, das war eine Forschung, ne? Das war Logistik. Weberei. Oh. Okay, das heißt, wir brauchen wieder Forschungsmaterialien. Aber immerhin kann ich einen herstellen. Was brauche ich denn Stoff? Was brauche ich denn... Brauche ich denn Stoff dafür? Jetzt halt ist mein maximal gesunder plus 20. Kann jemand dunkle Gegenstände herstellen? Ich habe es überhaupt nicht im Blick. Ich habe es überhaupt nicht im Blick. Dunkle Gegenstände herstellen. Irgendwie. In Handwerk. Dunkles Handwerk. Leider nein. Außer mit des Okkulten. Kann keiner dunkle Gegenstände herstellen. Wollt ihr mich verapfeln? Ach so, der das konnte, ja, der ist gestorben. Eieieiei. Okay, dann brauche ich da also nicht drauf hoffen, dass sie das machen. Aber erste Hilfe kann ich nochmal machen. Und danach hoffentlich die Nagelpistole. Wenn wir 10 haben. Und dann ist morgen. Und wenn morgen ist, dann werden wir uns bald wieder rausbegeben. War hier Holz und so, ne? Ja, dachte ich nicht. Ich muss die Priorität nochmal anders verteilen. Habe ich nicht irgendjemand, der bauen kann? Hier, guck mal, Maria baut zuerst. Und die Lucy baut bitte auch einfach mal zuerst. Und die Lauren auch. Bitte immer zuerst bauen. Und es ist schön, dass ihr eine fremde Unterstützung braucht, aber ich gehe jetzt nicht raus, wenn ich hier 68% habe. Nie im Leben gehe ich da raus. So. Wie viel haben wir denn? Moment, wie viel? Wo steht das Inventar? Hier, Holz. 35 ist nicht mehr so viel. 9 Metalle. Und schon 10. 10, Holly. Los. Auf mit dir. Yay. Und wir bauen uns unsere erste Nagelpistole. Ich hoffe... Forschung pneumatische Waffen. Dazu brauchen wir nichts Besonderes. Und? Feinde nähern sich. Bitte, bitte die Nagelpistole noch fertig. Sag mir bitte, dass du die Nagelpistole noch fertig baust. Alle sammeln sich. Ihr zwei geht's bitte auch dahin. Komm schon, komm schon, komm schon. Und wir können doch kurz vorher erforschen. Waffen als nächstes würde ich sagen... Haben wir den Metallschutz oder Alchemie? Metallbombe alchemietisch. Hört sich jetzt nicht so toll an. Basis, dazu brauche ich Logistik, also Forschungsmaterialien. Wir werden angegriffen, ja, das ist mir jetzt klar gewesen. Alle haben sie Waffen. Ferngläser können wir noch ein bisschen verteilen. Meinetwegen auch Erste-Hilfe-Pakete. Und dann sage ich genehmigt. Wir machen gleich mal Pause. Und wir sammeln uns mal alle hier. Hier vielleicht, hier vielleicht. Hier ist gar nicht so blöd. Und wir schauen mal, was wir hier haben. Wir haben hier 2 Werwölfe, 2 Schnitter, 1 geringer Dämon. Oh, das ist schon ziemlich heftig.
Und hier haben wir nochmal zwei Werwölfe, drei, vier Werwölfe. Boah, Mama mia. Das wird hart werden. Andererseits sind wir schon ordentlich bestückt am Team. Aber das wird tatsächlich nicht gerade angenehm werden. Brittany, Annabelle. Bobby. Ich muss auf langsam. Ich hab's auf langsam, oder? Bobby, du musst bitte weggehen. Michael, Michael, Michael! Ging zu schnell. Keine Chance. Brittany, Brittany. Verzieh dich. Verzieh dich. Verzieh dich. Annabelle. Fuck, da ist Harry auch noch gestorben. Ey, es ist ja wohl ein Witz. Oh Mann, ey. So schnell kann ich gar nicht schauen, wie die down gehen. Oh fuck, ey. Oh Mann. Zwei Leute gestorben. Das kann doch nicht sein. Michael und Harry. Scheibengeister. Mann. So ein Mist. Ach, so ein verdammter Mist. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Mann, dann sterben wir zum Ende der Folge jetzt einfach noch zwei Leute weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn hatte ich schon. Na, so ein Mist. Diese Angriffe sind halt so hart. Die werden halt so hart mit der Zeit. Ach, na gut, okay. Hilft alles nichts. Wir sehen uns bald wieder in der nächsten Folge. Macht es gut. Haut da rein und tschüss.